So, willkommen zu einem neuen Farmvlog auf Wifflagra. Heute 7.7.2020. Wir haben es, also ich glaube 18.30 Uhr, sowas. Ja, wir sind am Siloballen fahren. Wir haben gestern einen Anruf bekommen von jemand, wo bei uns das Amt bekommt, einen Pferdehof. Und zwar hat er gesagt, dass er braucht das Amt nicht. Dieses Jahr oder will er nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir dann uns gestern kurz entschieden, gestern Morgen kurz entschieden, zu entscheiden, Silo zu mähen, weil so viel Amt brauchen wir gar nicht. Und dann haben wir jetzt Silo gemäht. Wir haben jetzt einen Teil schon zu Hause. Der Rest werden wir jetzt noch holen. Und mal gucken, was es an Beinen gegeben hat. Das waren eigentlich nur große freistehende Flächen. Also Opa ist nur mit dem 727 unterwegs gewesen und mit dem großen Mähwerk und hat die gemäht. Es sind glaube ich so 30 Ballen, hat der Vater was gesagt. Er kann es nicht jetzt genau sagen. Jetzt am ersten Schlag waren es 6 Stück. Für die kleine Wiese ist es ordentlich. Ja, mal gucken, was die restlichen noch hergeben. Ja, sonst haben wir Stall noch gemacht, gerade vorhin. Und gestern, Montag, der 6.7., sind morgen um 5 Uhr Bullen zum Schlachten noch gekommen. Da haben wir jetzt zweimal rausgeweiselt und werden da jetzt diese Woche noch umstallen wieder. Ja, normalerweise kommen vom anderen Hof welche darunter. Ja, mal gucken, wann der Händler noch diese Woche Zeit hat zum Helfen. Ja, sonst, was steht diese Woche noch an? Nicht viel, aber ich nehme euch mit, wenn was anders wieder ansteht. Bis dann. Heute Mittwoch, der 22. Haben wir 10.30 Uhr, ich glaube. Mein Vater ist am Gelavierer. Wir haben gestern da haben wir noch gemischtet, also ja, ist jetzt sauber. Da haben wir schon die X-Karte reingestellt. Ganz leicht sieht man sie. Vielleicht das Licht. Da startet sie. Jetzt haben wir gerade das Maybach, das kleine, an der 6.3 Dresden erkennt. Opa und die. Und waren jetzt das Gewicht noch nachhängen und J-Wag dann der 720er. Weil mir dann nachher losdüsert, nach dem Mittag, wenn der Vater ein paar Flächen mal fertig hat, dass wir halt die ganze Zeit Pause machen müssen. Und ganz flach, so 5 cm weg am Aufgänger. Das probieren wir jetzt mal dieses Jahr. Letztes Jahr sind wir ein bisschen drüben reingefahren am ersten Mal und dann ist jetzt so aufgegangen. Ja, eigentlich gibt es noch ein paar andere Sachen, aber ich habe meine Kamera verlegt. Das weiß ich jetzt nicht, wo die ist. Deswegen sind wir auch gerade mit dem Handy. Ich weiß nicht, ob es ausfällt oder nicht. Ja, auf jeden Fall sind wir mit der Gersteernte bei uns soweit fertig. Wir haben jetzt noch einmal 4 Hektar Schlag vom Nachbar, wo wir Drescher Solat. Aber gestern hat es wieder, also gestern war morgens war ein bisschen alle 2 Liter angemeldet auf Mittag. Dann haben wir noch einen Schlag mit 4 Hektar, wo unser Bekannter zwar alles, euer 1,5 Hektar nimmt. Und wir selber noch 2,5 Hektar. Dann haben wir gesagt, komm, das sind wir 10. Und dann haben wir gesagt, Presse zu einem 3 kommen. Natürlich hat es am 2 einen kleinen Schüttler da mit 1,5 Liter. 2, ja, ich habe schon wieder dreckige Finger vom Anhänger. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, ja gut, brauchst schick kommen. Und am 4 rum, wo wir dann Misch geführt haben, hat es einen Schüttler da. Das Wasser ist beim 844 das Dach reingekommen. Mal gucken, ob ich noch ein Video auf dem Handy habe. Dann werden wir das da mal reinfügen. Wenn das Wasser schon zum Dach reinkommt, jawohl! Und sonst bei Instagram, wer es gesehen hat. Auf jeden Fall, ja, hat es auch schon geschifft, was er hat. Genau. Innerhalb von 10 Minuten hast du 15 Liter hergesorgt. Also, das war nicht mehr normal. Die Preise sind Pech gelaufen.
Ja, auf jeden Fall kommt jetzt der Opa, schieben wir den wieder rein, den haben wir rausziehen müssen, weil der Werkstand ist, schieben wir den rein. Dann, darum hängen wir das große Gewicht da und dann kann man das J-Bag da hängen und dann halt mir Gott so mit los. Wie gesagt, Vater ist jetzt noch Gillafieren mit dem 610er und mit dem Fass und sonst startet halt eigentlich nur Bodenbearbeitung und Gülleausbringung und vielleicht noch Werkrand mehr. Bis später. Der 23. Juli. Wir sind jetzt unterwegs, wir sind fertig jetzt mit der Schneeweg dafür heute. Eigentlich schon auch fast fertig mit allem bei uns. Weiß ich nicht, ob man es sehen kann. Ja, da. Mein Opa ist am Drescher beim Nachbar. 4 Hektar sind es da noch. Und ja, sind jetzt gleich daheim. Mein Vater geht jetzt gerade zum Schwarten. So, ich sitze jetzt auf dem 610er. Ballergabel habe ich vorne noch gemacht, Skillerfass haben wir angehängt, wir haben gerade Mischung gemacht nun. Und hinter haben wir jetzt die Krone drin. Wir haben heute jetzt nochmal einen neuen Versuch gestartet mit dem Gerstenstroh, wo leider letztes Mal ein bisschen nass war, bei den 15 Liter. Auf jeden Fall hat man das gestern gereiselt, dann hat es nochmal neu geregnet, dann haben wir es heute Morgen gereiselt. Und eigentlich hat uns gerade der Presser gerufen, vor einer guten Dreiviertelstunde. Er presst da in der Richtung, ob unser Stroh dann nichts ist. Dann habe ich gesagt, ja gut, wir haben gedacht, er ist heute Mittag nicht gekommen. Auf jeden Fall hat mein Vater jetzt ausgeguckt. Das ist auf jeden Fall Drucker. Und wir waren, haben wir gesagt, ja, ist Timo jetzt los, also mein Bruder, mit dem 633 zum Schwadra, die 2 Hektar. Und wir haben einen Grauser Johnny, haben wir den J-Bag da angehängt, noch nicht ausgeklappt, weil sonst müssen wir die ganze Aufstellvorrichtung machen, bis sie den Lichter aufklappt, nachstellt, wenn man sie ja dann wieder braucht für den Acker, weil das ist der letzte, wo noch aussteht mit dem Feimachen, also erarbeiten oder mal flach drüber gegangen. Ja, da sind wir jetzt heute Mittag mit der Eine fertig geworden. Und ja, jetzt haben wir angehängt, haben jetzt den Tierfladen angehängt, dass wir dann nachher los Tiger können, oder mein Vater und mein Bruder, weil ich muss jetzt noch gut. Ja, sonst, mein Opa ist wie gesagt jetzt beim Drescher. Anscheinend ist es gut, weil es ja sonst nicht weiterfahren würde. Die haben da jetzt keine Ergebnisse, was feuchtigkeitsmäßig ist, weil das ist halt unser Akku. Von dem her interessiert es mich auch wenig. Und ja, jetzt dann sind sie den Drescher. Wenn der halt fertig ist, das ist auch gut für uns. Weil dann können wir auf Raps anbauen. So wie es aussieht, wird der Nachbar am Wochenende gleich Raps machen, will er. Wenn das Wetter dementsprechend hält. Und ja, dann sehen wir, was morgen ansteht. Dann sehen wir uns morgen. Bis dann. So. Damit ist das Video wieder zu Ende und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr weitere Fragen habt, einfach unten in die Kommentare oder auch Anmerkungen, sonst was, einfach unten rein, die werden dann wieder beantwortet. Und dann sieht man sich nächstes Mal. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund.